Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier bei dieser Wurzel stehen geblieben. Uiyos Toke-Wurzel. Und wir haben einiges markiert, wo wir hinwollen. Wir gehen zuerst zu Rot. Und von Rot werden wir auf zu Gelb, Blau, Grün, Rosa gehen. Und am Ende teleportieren wir uns dann hier hin. Weil wir das auch noch nicht haben. Gut, das ist der Plan. Auf dem Weg, wie ihr das kennt, nehmen wir so viele Gegner mit, wie wir können. Weil wir haben bald auch nichts mehr anderes übrig. Wir haben bald alle Jäger-Dinger durch, denke ich mal. Und ab da wird es knapp mit Sonau Energiekristallen. Also, ja, machen wir uns auf die Socken. Versuchen, so viel großes Sonanium noch abzugrasen, wie es geht. Oh, shit. Wollen wir den? Ja, wir wollen, ne? Wir wollen richtig hart. Oh, shit. So, wir müssen eine große Waffe ausrüsten. Ganz wichtig jetzt. Wow. Oh, das ist ein weißer Leune. Oh, scheiße. So, oh, das ist gar kein weißer Leune. Tja, Brudi, keine Chance, Alter. Oh, shit. Ja, das war wohl nix, Bruder. Da habe ich was zu essen. Ich hatte doch gekocht, ne? Ja, hatte ich. Sehr gut. Alter. Na, geht doch. Ach, komm, Link. Gott, wie kann man so blöde sein, Alter? Alter, wir machen so gut wie keinen Schaden, ne? Das ist so dumm. Ja, das war wieder mal super typisch. Hä? Was war denn... Das war sein Ding gerade. Oh, ernsthaft. Na, komm her, Buddy. Das kannst du schön vergessen. Ach so, wenn er unser Schild trifft, wird er ange... Okay, nice. Vorsichtig. Na komm. Das kannst du schön vergessen, Alter. Ja, ja, mach dein Feuer, komm. Ja, so wird das wird so nichts, Bruder. Was machst du da?
Na komm! Das war's dann. Wir gewinnen. Tja, easy. Easy, würde ich einfach mal sagen. Einmal das blaue Leune Silberhorn fotografieren. Blauer Leune Massivhorn, eines der zwei verzweigten und steinharten Hörner eines blauen Leunen. Befestige es an einer Waffe, um die Angriffskraft spürbar zu erhöhen, oder erstelle daraus Medizin her. Leunenhuf ziert den Fuß eines Leunen. Er ist größer als der Huf eines Pferdes und auch schwerer. Man kann damit Medizin herstellen oder die Angriffskraft vom Fallen erheblich erhöhen. Geil. Bestienbogen. Robustere Variante des Leunenbogens. Selbst die Sehne ist aus Metall. Normale Heilianer scheitern schon daran, ihn auch nur zu spannen. Das ist unser stärkster Bogen bis dato, ne? Gut, den Ritter-Zweihänder, den rüsten wir mal auf. So, erstmal sortieren und dann... Sehr gut, so haben wir erstmal wieder eine Waffe. Den rüsten wir aus und das war's. Sehr schön. Aber ich würde den Ort hier gerne trotz allem markieren. So, weiter geht's. Damit haben wir schon mal einen Sonau-Energiekristall. Sehr geil. Let's fucking go. Woo. No, bitte nicht, oder? Ja, doch. Leider ja. Leider ja. So, weiter geht's. Autsch. Vorsichtig. Alter. Ich komme gerade einfach nicht dazu, die richtig anzugreifen, ne? Na, geht doch. Ein Ticken zu früh. Das kriegst du zurück. Verreck doch. Damit haben wir schon den Ritterschild neu. Wenigstens etwas. Das war aber noch nicht alles, ne? Und schon darf ich offscreen wieder kochen. Ah, nee, das mache ich jetzt nicht. Wir gehen zur nächsten Wurzel, die dann auf dem Weg liegt. Vergiss es, Alter. Ist nicht drin. So, sehr gut. Jetzt können wir das Ding hier wieder nehmen. Wir haben leider einige Donnerblumen verschwendet an dem Leuen. Yes, ein großes Sonanium, sehr schön. Damit haben wir gleich auf jeden Fall wieder 100 mehr. Also können wir uns 100 holen. Wir müssten bald eh mal die Minen abklappern. So, lassen wir unser Schiff mal hier stehen. Hier gab es noch Donnerblumen. Und wir brauchen auf jeden Fall welche. Da wir einige verschwendet haben. Vorhin. Soldaten, nee. Soldatenschwert lassen wir mal liegen. Gut, weiter geht's. Die nehmen wir mit. Damit wir die ja nicht vergessen. Damit wir genug Bomben haben für alles Mögliche. Oh, shit, ne? Oh, shit. Here we go again, Alter. Ah!
So, Vorsicht. Kaputt. Ja, ja, vergiss es. Arschgesicht, Alter. Keine Chance. Das war's. Easy going. Boom. Wegrasiert. Blauer Hinoxhorn, das fotografieren wir natürlich. Blauer Hinoxhorn, das Horn ist mit Ketten versehen. An Waffen angebracht, erhöht es deren Angriffskraft spürbar. Mit Kleingetier gemischt kann es aber auch für Medizin verwendet werden. Ritterbogen? Nein. Genau, ich möchte gerne den Bogen haben. Jetzt können wir gerne den Ritter Zweihänder auch noch mitnehmen. Und das Ritterschwert brauchen wir nicht. Aber ich würde das Ritterschwert gerne mitnehmen. Den ablegen. Oh, Alter. Und den Ritterbogen uns gönnen. So, jetzt dann einmal das Ding hier wieder verstärken. Aber mit was? Mit sowas hier. Ist zwar nur 33, aber fucking besser als gar nichts. Aber uns hat ja sowieso hier nur der Sonau-Energiekristall interessiert bei diesen Typen. Aber geil, endlich mal ein Part mit ein paar fetten Bosskämpfen, die wir hier machen. Das ist cool. Weil wir nehmen jetzt halt alles so mit, was wir kriegen können. Und haben wir hier irgendwas Gutes bei dem oben? Nein. Ja, die lassen wir unten liegen. Ah, nee, lassen wir nicht. Das hat was damit zu tun, dass wir hier Donnerblumen bekommen. Gib Gummi, Link! Yes! Ja, gleich sind wir bei Rot. Dann gibt es noch einen Sonau-Energiekristall. Der wird jetzt zu uns fliegen. Perfekt. So. Damit haben wir schon wieder eine ganze Menge Sonau-Energiekristalle. Wir kommen dem Ziel des Untergrundes immer näher. Ich musste bald mal das Lösungsbuch rausholen, damit wir gucken können, welche Quest wir als erstes angehen, bis auf, dass wir die eine Quest in Taburasa zuerst machen. Gut. Damit wären wir hier fertig. Und ziehen wir weiter. So, Moment mal. Oh, jetzt wäre das alles viel zu weit weg, ne? Da lohnt sich halt überhaupt nichts. Gut, wir werden uns teleportieren. Weil es lohnt sich nicht, jetzt hier dran zu bleiben. Da verschwenden wir nur Zeit. Und wie gesagt, wir wollen so schnell wie möglich weiterkommen. Habe ich die Mine da hinten schon? Sonst würde ich diesen Ort als nächstes markieren. Ja, Mine im Gongoltal habe ich. Aber den Ort hier markieren wir trotzdem mal. So, weil da waren wir safe noch nicht. Gut, jetzt basteln wir aber erstmal und warten, bis wir aufgefüllt sind. Danke. Haben wir noch irgendwas, was wenig Herzen auffüllt? Nee, ne? Angriffskraft könnten wir erhöhen, aber ich weiß nicht. Machen wir Loderfeuerreisbällchen, ist ja egal. So, und einmal ganz nach oben.
So, zu welchem wollten wir jetzt? Zu Gelb. Okay, let's go. Einmal umlenken. Gelb ist hinter dieser dicken Felswand. Aber die Dinger würde ich gerne mitnehmen. Die Qualmerlinge. Da man die zum Angriff immer gebrauchen kann. Mit guten Waffen kriegt ihr da Gegner dann meistens One-Hit tot. Habt ihr bei mir schon oft genug gesehen. Ha, ich wusste es. So, da ist nämlich so ein Jäger-Ding. Gut, das Floß interessiert uns nicht. Wir brauchen nur den Typen, der rot leuchtet. Oh, den haben wir schon. Sonst wäre die Tür nicht offen. Okay, gut zu wissen. Ich spring mal kurz runter, um das zu checken. Ja, nice. Dann können wir das Ding da gleich liegen lassen und uns teleportieren. Hm. Ich würde dann doch gerne mal noch hier hingehen. So, der Grind ist halt richtig real, Alter. So, blau und gelb. Okay. Und hoch. Oh, das wird geil werden. Den nehmen wir zuerst mit. Das ist ein Obsidian-Gigamas, ne? Danke, wenigstens eins. Zwei. Ey, guck mich an, Brudi. Schluck das, du Lappen, Alter. Nice. Woo! Das war knapp. Und da liegt er wieder auf dem Boden. Komm, hoch damit, ihr Link. Und da liegt er wieder. Ja, ja, ich bin am Durchdrehen gerade wieder mal richtig hart. Lass mich runter, nein! Oh. Und da liegt er schon wieder, nice. Und tschüss. Das war's. Gut, haben wir alles schon fotografiert. Tja, easy. Tja, wer hätte das nur gedacht, dass das ewig nicht lange dauert, den zu besiegen. Und er hat uns nicht einmal erwischt. Ich bin einfach übertrieben gut. So, jetzt aber zu blau. So, das war übertrieben nice. Ja, das ist ein Jägerversteck. Haben wir das nicht auch schon? Nee. Nee, das kann nicht sein, oder? Das haben wir nicht. Nie fucking mals haben wir das. Das haben wir nicht.
Und tschüss. Tja, was soll ich dazu sagen? Unser Motorrad ist tot. Aber wir haben das, was wir wollten. Großer Sonau Energiekristall. Giga-Bauplan. Ich hoffe doch, dass unser Motorrad überlebt hat. Ich glaube aber nicht, ne? Das wäre sonst von hier runtergefallen und würde irgendwo hier liegen. Es hat überlebt! Da ist es! Ja! Nice! Geil! Awesome! Jetzt zu gelb. Los geht's! Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding überlebt. Wow. So, 3 Bossgegner, 2 Giga-Dinger. Alter, wir kommen richtig gut voran im Untergrund. Und dann geht's endlich, nach dem Untergrund, habe ich ja schon oft genug gesagt, geht es endlich nur noch an der Oberfläche weiter. Also wir werden nochmal in den Untergrund gehen, aber nur für Quests. Urquell der Macht. Ah, okay. Okay, also hatte ich recht. Das wird erst, später wichtig werden. Weil zu den, Statuen gehen wir erst, wenn wir eine bestimmte Quest gemacht haben. Beziehungsweise, soll ich da jetzt schon hin? Ja, doch. Du, der du mich ansprichst. Bring sie mir. Bring mir jene Seelen, die in der Welt jenseits der deinen zurückkehren sollen. Irrlichter sind es, von denen ich spreche. Verlorene Seelen, die in dieser fremden Welt den Weg nach Hause suchen. Ich bin es, der die Irrlichter dorthin zurückschickt, wo ihr wahrer Platz ist. Gerecht, ohne Unterschied. Gut, böse, alles leere Worte. Illusionen, die in Unerleuchteten spuken. Vor mir aber sind alle Seelen gleich. Es scheint, als seist du meinen Brüdern bereits begegnet. So bitte ich dich um ein wenig Geduld. Meine Macht und die meiner Brüder erschuf das Gewand der Finsternis. Bring mir ein angemessenes Opfer dar, um diese Gabe habhaft zu werden. Nehmen wir mit. Genauso wie das Dunkelgewand. Sonst können wir hier nur Sachen, Sachen nachkaufen, wenn sie kaputt gehen, wie das Bikoron-Schwert oder sowas. Aber das muss den Rest behalten wir erstmal. Suche meine Brüder auf in diesen Landen. Gelingt dir dies, so werde ich dich mit weiteren Gaben belohnen. Sehr schön, cool. 2 neue Ausrüstungsgegenstände. Ziehen wir weiter. Gut, als nächstes wären da unten die 3 dann. Das lohnt sich nicht, da hinzugehen. Den haben wir gerade besiegt. Aber hier ist noch was. Das werden wir uns jetzt erstmal holen. Hier waren wir gerade. Dann auf zu Blau. Da ist noch was. Noch eine Mine, die wir nicht gefunden haben. Und die werden wir natürlich mitnehmen. Oh. Sehr gut. Und dann fliegen wir unter dem Boden. Ich freue mich, wenn ich mit euch zusammen wieder an der Oberfläche bin und wir die ganz coolen Schreine machen können. Zum Glück sind die Schreine bei weitem nicht so uninteressant wie das. Und da unten ist die Mine. Da können wir gleich landen, ne? Geil. Mine im Ulrital. Sehr geil. Nice. So, was gibt's? Einen großen Sonau Energiekristall. Dankeschön. So soll es sein. Das hast du gut gemacht, Link. Gib mir mehr großes Sonanium. Nice. Damit haben wir nochmal 100 mehr. Wir brauchen aber noch viel mehr. Ich müsste halt wesentlich mehr Glück beim Farmen haben.
Das Glück ist mir heute aber leider nicht hold. Zum Glück haben wir gerade noch zwei gefunden. Und unser Stock geht gleich kaputt, leider. Das ist blöd. Wahrscheinlich noch ein Hieb, ne? Und das war's. Er hat sehr lange gehalten, aber jetzt brauchen wir leider dieses andere nutzlose Ding, was halt leider kaum was aushält. Aber es ist besser als nichts. Zum Kaputtmachen einiger Sachen reicht es noch. Sehr gut. So, ich hoffe halt, dass wir beim nächsten Zelda-Titel, dass sie da den Grind wesentlich reduzieren, weil das ist halt schon echt richtig unangenehm. Gut, die Mine haben wir abgehakt. Hier ist nur das. Das ist die verlassene Taborasa-Mine, antike Grundfestung. Das können wir hier auch noch markieren. Gut. Hier waren wir schon rum. Brauchen wir nicht nochmal hin? Nee, dann hätten wir das soweit. Hier ist nichts. Mine im Donnerhorntal haben wir. Okay, los geht's. Wir gehen hier hin. Weil, wie gesagt, warum jetzt abwarten und uns zu Tode langweilen, wenn wir uns da auch einfach hin teleportieren können? Es geht wesentlich schneller. Und wir verschwenden nicht so viel Zeit. Und wir werden bei der Mine im Taborasa-Tal angucken. Wir werden die ersten Sachen jetzt schon einkaufen. Aber jetzt erlebt ihr mal. Normalerweise würde ich euch das gar nicht miterleben lassen, diesen Grind. Weil ich kann erstens duplizieren. Das heißt, man kann auch großes Sonanium duplizieren en masse. Wir hätten schon lange fertig sein können. Aber das ist halt nicht das originale Spielgefühl, was ich halt überliefern will. Ach du Scheiße. Will ich das? Ja, ich will, ich muss das sogar. Aber ich glaube, das hatten wir sogar schon mal kaputt gemacht. Genau, deswegen sind die auch keine Gegner mehr. Ja, nice, cool. Wir können das hier einfach abfarmen. Geil. Wir landen einfach und farmen das hier ab. Cool. Cool. Das ist richtig gut, aber das meine ich mit. Ich glaube nämlich, wie gesagt, es findet hier unten kein Blutmond statt. So, das ist jetzt schlecht. Wie gesagt, diese Scheiße hält halt nicht so lange. Aber da ist so ein Typ. Wir nehmen jetzt mit, was der hat, egal was. Wir brauchen eine Waffe, um Sachen kaputt zu machen. Der hat einen Reisezweiner. Das ist sogar sehr geil. Nein. Nein. So, das hätte ich aber nicht gedacht, dass die Gegner tatsächlich tot bleiben. Das ist sehr geil. Sehr gut. Leider nicht so gut. Auch nicht so geil. Und das war auch schlecht. Okay. Damit haben wir ja auch schon alles. Weiter geht's. Wir haben glücklicherweise wieder einiges zusammengekriegt in diesem Part. So, jetzt als nächstes zu grün. Grün, rosa, blau und dann zu rot. Hier ist bestimmt ein Gegner, ne? Ja, ja, hier ist ein Gigama. Wahrscheinlich sogar ein Kristall-Gigama. Ach, den habe ich sogar markiert. Okay, den werden wir jetzt aber tatsächlich nicht machen. Ne, das ist ein Obsidian-Gigama. Okay, das erkenne ich. Wir gehen einfach straight zu dem Grünen. Den Gigama können wir dann im nächsten Part machen. Ha. Das wird witzig.
Hat sich richtig gelohnt, Alter. Ist mein Bogen kaputt? Das hätte ich nicht gedacht, aber dann nehmen wir halt den Exalbogen mit. Warum nicht? Und tschüss. Oh, der hat wieder so eine geile Keule, Alter. Was macht der da? Ja, so komme ich nicht an den ran, das ist mir zu blöde, Alter. Ach so, okay. Ernsthaft? Oh, der geht mir auf den Sack, ne? Alter Falter. Nervst du mich gerade? Schnell. Nee, das ist mir jetzt schon zu weit, zu lange abgefackelt, glaube ich. Trotzdem mache ich das mal schnell. Moment. Danke. Lege ich den erstmal wieder ab. So, den können wir nur auf eine Art besiegen. Nämlich so. Fall nicht runter. Alter Falter. Sehr schön, weil deren Horn ist echt nicht schlecht. Und ich habe keinen Bock, dass wir das so verschwenden. Dankeschön. Aua. Das große Sonanium nehmen wir natürlich mit, Alter. Ja, tschüss. Jetzt das ganze kleine Sonanium runtergefallen. Das nervt mich ja schon wieder. Weil wir jetzt extra runterspringen mussten, um das einzusammeln. So, hoch mit uns. Hier oben ist noch mehr als genug Sonanium. Auch wenn es nur Kleines ist. Besser als gar nichts. Hm. Ist tatsächlich nur Kleines. Tja, schade drum. Ich dachte, wir bekommen hier wenigstens noch einen großen. So, das war's dann aber, oder? Ne, hier haben wir noch einen. Aber nichts bekommen. Leute, ich werde den Part aber an der Stelle beenden. Im nächsten Part geht es hier weiter. Weiter geht die Sonanium-Jagd. Ich hoffe, ihr seid dann weiter mit dabei. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!